dass Buche der Passenger nicht erscheinen können. Gerade wird diskutiert, ob die deutsche Nationalmannschaft die Europameisterschaft überhaupt besucht oder ob die Europameisterschaft aufgrund der politischen Situation in der Ukraine nicht komplett nach Polen oder mit deutscher Beteiligung durchgeführt wird. Thomas Kistner, Redakteur der Süddeutschen, ist den Machenschaften des Weltverbandes FIFA nachgegangen. Das Ergebnis findet sich in dem Buch FIFA Mafia. FIFA Mafia ist die Kriminalgeschichte des weltgrößten Sportverbandes. FIFA Mafia erzählt, wie unter dem Deckmäntelchen die schönste Nebensache und alle vier Jahre das größte Sportereignis der Welt zu den Menschen zu bringen, sich über die letzten vier Jahrzehnte eine weitgehend korrupte Clique an die Spitze dieses Verbandes gesetzt hat. FIFA Mafia zeichnet die Entstehung des Netzwerkes des aktuellen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter nach. FIFA Mafia schildert die Tricks und Durchstechereien, mit denen lukrativste Rechte verschoben, finanzielle Kickbacks ergaunert, eigene Leute bezahlt und oder in Position gebracht worden sind. FIFA Mafia erzählt von schmutzigen Wahlkämpfen, schmutzigen WM-Vergaben, den hilflosen Sponsoren und der teils manipulativen, teils opportunistischen Politik. Der Weltfußball ist ein einziger gigantischer Interessenkonflikt. Thomas Kistner, Sportredakteur der Süddeutschen Zeitung, berichtet seit mehr als 20 Jahren über die kriminellen Machenschaften im und um das Milliardenunternehmen FIFA. Sein Buch ist die Summe dieser Recherche. So dicht, so kenntnisreich, so zwingend in der Analyse ist die dunkle Seite dieses global auf Regierungsebene agierenden Verbandes nie zuvor erzählt worden. Dieses Buch ist ein gedruckter Indizienprozess. Thomas Kistner macht bislang unbekannte Seiten des Weltfußballs und seines Verbandes öffentlich, wie den Verlust des Bälle-Symbols der FIFA, die besondere Vernetzung dieses Verbandes nach Schweizer Vereinsrecht mit Interpol und Security-Firmen und die Entstehung eines neuen global ausgerichteten Sportsicherheitsdienstes in Katar. Des Weiteren schildert Kistner erstmals die Jagd auf korrupte WM-Bewerber durch gescheiterte Konkurrenten. Er berichtet von FBI-Ermittlungen rund um den Fußball und die Wettspielszene, von der Jagd auf eine CD mit sensiblen Bankdaten von hohen Fußballvertretern. Ein Buch spannender als jedes WM-Finale. FIFA Mafia von Thomas Kistner erschien bei Drömer.